Willkommen zurück zu Divinity Originals in 2. Wir erkunden immer noch die Stadt Arx und haben hier was ganz Komisches gefunden. Einen verhexten Fratz, was immer das auch ist. Sieht aus wie ein kleiner Kobold, hat irgendwie Hörner auf und sitzt hier vor Büchern. Wir sprechen mal mit ihm. A curious looking puppet stands motionless nearby. Eine Puppe ist das. The puppet stares at you with a fixed smile. No dust has settled upon its surface. It hasn't been here long. Etwas sagt dir, dass an diesem Spielzeug mehr dran ist, als man sieht, es berühren. You can feel a measure of source inside the puppet, coiling around its mechanisms. You suddenly realize it's looking up at you with an expression of alarm. Please, leave me. I mean no harm. Not anymore. Fragen, wie sie das meint. They gave me too much life. More than the others. They did not see that we were in a bad place. But I did. So I fled. Anmerken, dass sie andere erwähnt hat. Andere wie sie, dort von wo sie kommt. There are many others. They are less like me. They bear less life. They are content to kill any who enter the bad place. Sagen, dass du mehr über diesen bösen Ort erfahren möchtest, von dem sie kommt. A room of death. To prevent others from reaching one who is already dead. There are other rooms, all to protect a corpse. And above, a great hall of weepers and chanters. Sagen, dass sie dir doch mehr über diesen Ort sagen können muss. Gibt es eine Möglichkeit, sicher hindurchzukommen? There are many levers. Most spell death. But a select few spell power. Seek power to seek freedom. This is what our design dictates. Master engraved it upon us at birth. Okay, wir müssen uns also merken, dass wir den Hebel mit der Bezeichnung Macht nutzen, wann auch immer. So, wir fragen nochmal. Leben gegeben, fragen, was sie damit meint. You call it source. They put it in me, so I could watch, so I could kill. But they put in too much. I feel too much. I do not want to kill. Der ist ja nett. Dich zum Gehen wenden. Hiding, location, compromised. Seeking new refuge opportunities. Und da ist er weg. Na gut, wir können uns trotzdem seine Bücher noch schnappen. Die hier liegen und eventuell lernen wir was daraus. Grammatikbuch für Kinder. Vorne steht Eigentum der Schule von Arx. Auf die letzte Seite wurde gekritzelt. Magister Timort riecht nach Käse. Dazwischen finden sich unzählige detailreiche Grammatikregeln, von denen man nie geglaubt hätte, dass man sie kennen sollte. Die Geschichte Groß Röhelons, 2. bis 4. Klasse, verliehen von Beryl Griff nur zu Bildungszwecken. Als die Pest Flussstadt erreichte, wollten die Heiler Alerots ihnen helfen. Doch plündernde Orks belagerten die Stadt und hatten sie abgeriegelt. Selbst die großen Generäle Alix und Mitox konnten keine Verbindung nach außen freischlagen. Es war der Intervention des jungen Lucian zu verdanken, der bald zum Göttlichen werden sollte, dass Alerots Heiler die Kranken endlich erreichen konnten. Elementare Logik und Arithmetik, 2. bis 4. Klasse, verliehen von Beryl Griff nur zu Bildungszwecken. Frage: Fritz hat 7 Katzen und 2 Hunde. Fernanda hat 5 Katzen und 3 Hunde. Wie viele Hunde gibt es insgesamt? Antwort? Ich würde jetzt mal sagen 5. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht und das ist irgendwie so eine Trickfrage. Frage: Fritz hat 18 Äpfel. Er gibt Fernanda 12 ab. Wie viele Äpfel hat Fritz noch? Dann würde ich mal sagen 6. Und das ist jetzt alles aufgezeichnet. Wenn ich hier was falsch gesagt habe, dann hängt mir das für immer nach. Gut, wir gehen jetzt doch nochmal hier kurz rüber, wenn wir schon da sind. Da liegt ein Blutfleck und eine blutige Leiche. Mach mal Geistersicht. Ist der hier geköpft worden? Aber sowas von. Nehmen die Kohle mit. Das andere Zeug lasse ich alles liegen. Wir haben jetzt schon so viel Zeug. Und wir brauchen nichts davon. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal... Oh, das ist auch nochmal das schwarze Haus. Ich weiß nicht, was das hier oben ist. Da müssen wir auch noch hin. Dann gehen wir einfach mal hierher und hier in die beiden Häuserkomplexe. Wenn ich hier wieder rausfinde.
Hier können wir nicht reingehen. Also können, würden wir schon, aber, ne? Ach so, das ist das Haus hier von der schnippischen Dame. So, wer bist du? Bürger, Scharfschütze. Wir haben hier unten eine Kanalisation. Ja, die müssen wir dann auch nochmal checken. Nothing is fragrant as an open sewer, hey? Ja. This place stinks. So, was haben wir hier? Einen Hinterhof, der... Oh Gott, Gott, wie sieht's hier denn aus? Das sieht ja aus wie bei mir auf dem Zimmer. No new patients being accepted at this time. Ist hier... Oh, oh, da ist ja die Maladie. Hat die jetzt gerade gesagt, die Göttlichen sind irgendwann mal ihr Tod? I suppose she can sense how close she is to him. Luckily for all of us, I've been busy. I know exactly what we need to do to get him out of Losa's head and into the palm of her hand. Shall I continue? Zur Seite treten und lose bedeuten. Okay, ich speichere vorher. Ich weiß nicht, was kommt. Zur Seite treten und lose bedeuten, die Führung zu übernehmen. Well, the prognosis is very good. I know of a way we can find your demon's home plane, the place he stores the souls he steals. If we can find it, we can destroy it. Losa inhales sharply. I'll read that as excitement, gratitude, battle lust. It's just, this is it. This is everything I've wanted. Finally, a chance to have a chance. That's the idea, at least. But we need to move quickly. The faster we can get in and out of there, the less chance there will be that a drama leak realizes we're there. So, are you ready? Yes. Yes, definitely. I think. So, team, ready to roll? Ich habe zwar jetzt gespeichert, aber nur Quick Save gemacht. Na gut, ich riskiere es jetzt mal. Vor den noch nie sagen, dass sich hier niemand auf eine Dämonenebene verzieht. Niemand. Okay, wir sind natürlich bereit, Zeit, einen Dämonen zu zerstören. Maladie takes Losa's hands and closes her eyes. Stay near me, all of you. You don't want to get lost where we are going. Oh, Blutmondinsel. You are suddenly heavy on your feet. The air here feels weighted with import and dread. All light within you feels suddenly dimmer. Here we are. Tread carefully, Losa. This place, it isn't safe. Losa looks at you nervously and smiles. Zurücklächeln, ihr sagen, dass du diesen Ort erst verlassen wirst, wenn du getan hast, wozu du gekommen bist. I'm glad you're here. So, where should we start? That depends on what we find. We need to weaken your demon by freeing the souls he's trapped here. Exactly how he's storing them and what that will mean for us will be a surprise for both of us. Fragen, ob dies der Ort ist, an dem Lose landen wird, wenn der Dämon sie überwältigen kann. I believe so. But we won't let that happen. Niemals. You can say that again. Fragen, ob alle Dämonen eine persönliche Welt wie diese haben. The powerful ones do. Nothing they enjoy more than a private playground where no prying eyes can interfere with their fun. And before you ask, no, I don't have one. Even I have a modicum of decency. Deep, deep down. Fragen, ob es möglich ist, diesen Ort zu verlassen. You can, but that would close the portal for good. It isn't nothing for me to bring us here. It takes a great sacrifice. Don't waste it. Okay, jetzt sind wir quasi hier. Und wenn wir zurückgehen, ist die Quest wahrscheinlich gescheitert. Ich speichere jetzt mal. Eieiei, das ist mir jetzt nämlich ein bisschen zu heikel hier. Wir müssen jetzt hier durch. Sind wir jetzt irgendwo... Ich kann leider nicht rauszoomen. Wir sind aber irgendwo Blutmondinsel oder so. Na dann, schauen wir mal. Was haben wir denn hier vorne? Eine Kerze. No wax pools at the candle's wick, though it grows brighter as you inspect it. A feeling comes over you. There's a soul within this flame, within the black wax that fuels it. Do you feel it, Losa?
There's a soul within this candle. So, this is how your demon operates. He collects them here and feeds from them at his leisure. I feel it. It's the spirit of a woman. Prudence, the innkeeper in Driftwood. She made a deal with him, with her Dramalik. And now she'll be trapped here forever. Haben wir die getroffen, die Prudence? Mir kommt der Name bekannt vor. If the demon is feeding from her, we need to snuff the candle out. This is how we'll weaken him. Snuff her out? But that's like killing her. If I do that, I'm no better than Adramalik. Aber die ist doch schon tot. Oh, please. He destroys people for the love of it. If we must do this, it's to save the thousands he'd feed on in future. That isn't true. I don't care about them. I mean, I do. But the only person I really care about is me. Oh Mann, jetzt müssen wir natürlich wieder entscheiden. Sagen, dass sie zu Recht argwöhnisch ist. Niemand der Anwesenden hat das Recht, eine Seele auszulöschen. Ich speichere mal. Vielleicht wird der Kampf dann schwieriger, wenn wir die Seelen hier lassen. She hesitates for a moment, then turns away from you. She reaches out and pinches the wick, snuffing out the fire. Moment, habe ich... There. It's done. Habe ich das falsch gewählt jetzt? Good idea. Live alive. There'll be more where this came from. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. The candle is extinguished. Hä? Ich habe doch... das andere gewählt, oder? Okay, das kann ich hier nicht laden. Hallo? Was war das denn jetzt? Wir laden nochmal. Tut mir leid, wenn ihr nochmal jetzt ein bisschen warten müsst. Aber das interessiert mich jetzt. Ich hatte doch eigentlich die andere Option gewählt, dass wir quasi, dass niemand das Recht hat, eine Seele auszulöschen, und dann springt die Lose einfach vor und löscht die Kerze. Also entweder wurde da intern was vertauscht von den Antworten oder ich verstehe den Sinn nicht. Weil die erste Antwort war ja quasi, ja gut, wir löschen die Kerze aus. Also würde ja quasi beides zum gleichen Ergebnis führen. Ich wähle das doch mal. She hesitates for a moment. She reaches out and pinches the wick. There. It's done. Good idea. Okay. More where this came from. Muss ich nicht verstehen. Es geht hier weiter. Ein relativ übersichtlicher Bereich, oder? Ist das? Ja, geht. Wir können sogar hier hoch. Was ist denn hier oben? Oh. Wertvolle Schätze. Riesige Donnerrune der Macht. Riesige Giftrune und riesige Flammenrune. Können wir die nehmen? Under lock and key. Okay, schnell öffnen. Während wir hier Schaden nehmen. Alles mitnehmen. Und, können wir die anderen auch noch mitnehmen? Flammenrune? Giftrune? Schnell raus hier. Raus. Hallo? Ich würde gern. Ja, ich kann leider nichts machen. Wieso hat er sich denn nicht bewegen können? Geht das jetzt so weiter? Okay, wir probieren mal Wiederbelebung. Ziel zu weit entfernt. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir gehen ein bisschen vor. Und setzen die mal hierher. Das war ja jetzt komisch. Das war in der Tat seltsam.
zu weit entfernt. Wir müssen ein bisschen näher rangehen. Na, wenigstens haben wir die Runen geklaut. Gut. Jetzt versuche ich mal hier durchzulaufen. Ich hoffe, wir können da außen herumgehen. Ja. Gut. Wir schauen gleich mal, was wir hier gefunden haben, was wir geplündert haben. Sehr seltsam. Wir haben auf alle Fälle dicke, fette Donnerrune. Dann eine dicke, fette Flammenrune. Das ist richtig gut. Wir müssten doch eigentlich noch eine dritte Rune haben. Wir haben ein Metallschild. Ja, das ist zwar von der Rüstung gut, hat aber keine Werte. Ein Amulett. Nekromant, Führung und Glücksbringer ist nicht. Ah, 500 magische Rüstung. Ah. Okay, wir wechseln hier. Vor allem, weil wir hier auch nochmal eine Rune reinsetzen können. Maximale magische Rüstung plus 40. Oh, maximale Lebenskraft 203. Das nehmen wir. Oder... Das hier ist magische Rüstung. Wir haben magische Rüstung. 1500. Wenn wir das hier anlegen. 1800. Dann machen wir es so. Dann hier wird die Rune entfernt. Oh, Moment. Wir können ja auch die einsetzen. Jetzt sehe ich es erst. Die ist ja viel besser. Vor allem, weil die auf Stärke geht. Stärke 2 und Lebenskraft. Sehr gut. Okay. Wird verkauft. Und dann haben wir noch einen Zauberstab. Den eventuell die Lose nutzen kann. 131 und 152 Erdschaden. Wow. Den müssen wir auf alle Fälle ausrüsten. Intelligenz 3. Geomant, beidhändiger Kampf. Erzeugt eine Giftschadenfläche, wenn der Boden anvisiert wird. Okay, wir machen den Wechsel mit der Sorgenzacke. Die Lose hat mittlerweile wieder so viel Eigenschaften, dass hier alles durcheinander ist. Das ist unglaublich. Die hat so viel Zeug jetzt. So, jetzt geht's aber weiter zur zweiten Seele. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier abläuft. The candles glow with the light of the spirits housed by each. They reach toward Losa, eager to be heard. You know what you must do, Losa. There is no other way. Two people. Two souls. Two souls just like me. Jetzt probiere ich nochmal, dass wir sie leben lassen. Tatsächlich... Oder wir sprechen zuerst mit ihnen. Vorschlagen, dass sie mit den Geistern, spricht, wenn sie kann. You're right. I owe them that. I owe them at least that. She holds her hand to the flame and seems to go into a trance. Two souls. So different. Two souls bound together by the demon. One, a humble man, a father. The other, a killer. The first... He understands. He wants me to destroy Adramalik. He's willing to be destroyed himself. The second is full of anger, of fury. He doesn't want to be sent into the darkness. Ich speichere jetzt nochmal. Und jetzt machen wir nochmal tatsächlich genau wie Sie. Ihr raten, dass sie nicht wieder Dämon werden soll, sie leben lassen. I have no choice. If I want to survive him, I have to be like him. I have to do this, it's the only way. Losa reaches out and twists the candle's wicks. They smoke,
and die. Es gibt keinen anderen Weg. Very good. Not done yet, Loser. Es gibt keinen anderen Weg, offenbar. Wir müssen die immer löschen. Daher ist es egal, was wir sagen. So, dann immer hereinspaziert, Mensch, in das gute Heim. All those souls. Oh! Holla, die Waldfee! Ach du meine Güte! Da war einer fleißig und hat viel gesammelt. I wasn't expecting this. The candles twinkle in the distance, each a life, each a soul. All these precious people. Nicht sagen, neben ihr stehen und die Szene in dich aufnehmen. Tausende, Millionen von Seelen hier gefangen von dem Dämonen in ihr. She stands silent, stock still. Melody suddenly grabs Losa's arm. She speaks through gritted teeth. We must stop him. This cannot continue. We can't let it. We need to free them, snuff them out. If a drama leak can't draw on their power, we'll be able to face him and finish him. But they're all like me. Every last one of them. How can I? Fragen, was aus all den Seelen wird. Es sind so viele, jede mit ihrer eigenen Geschichte, ihrem eigenen Leben. I know it isn't easy, but we need to end them. Yes, they will vanish. They won't go on to the hall. They'll simply cease to be. But if we don't do this, there will be no stopping a drama leak. The sea of candles will grow larger. He won't stop. Fragen, was geschieht, wenn du sie zurücklässt? Vielleicht gibt es einen Weg, sie zurückzubringen, wenn der Dämon tot ist. There is no slaying the demon while this place remains. We need to act. I know this isn't easy, but I'll help. Just say the word and I'll summon a flood large enough to end this, all of this, once and for all. Losa looks out over the sea of candles for a long while, saying nothing. So quiet here. I don't feel him at all. Here we are, before the evidence of all his disgusting deeds, and my mind is clearer than it's been in a long time. It's funny, isn't it? How some pain is so big it just burns you clean from the inside out. It's almost like I could just step off the edge of this ledge and float away. There's nothing to me anymore. Nothing at all. Sagen, dass sie hierher gehört, zu dir. The light from the candles dances in her dark eyes as she looks at you. Do I? She takes your hand and looks out over the sea of souls once more. She leans against you, letting you support the smallest bit of her weight. Sometimes I think my fate was written from the beginning. I was never going to manage it. When someone that powerful wants something from you, they just take it. That's what they do. Only an idiot pretends they won't. She stiffens and stands upright, running her fingers through her hair. She smiles. Smirks, really. I guess that makes me an idiot. Melody, let's do it. With pleasure. Ah, perfect. Und da gehen die ganzen Seelen dahin. Alle werden ausgelöscht. It's done. Alle sind weg. Okay, und nun? All right, that should do it. We need to leave quickly. She pants and wipes her mouth. Blood smears across her sleeve. Losa is still and quiet, her eyes flashing grey, then black, then draining back to normal. A drama leak. He must be furious. We need to get her out of here. Now. Hurry. Wir sind wieder daheim und werden jetzt mit unseren Gefährten sprechen. Und dann nochmal mit der Melody. Das kann es ja noch nicht gewesen sein. Wir müssen ja immer noch den Kollegen besiegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.